Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, was haben wir die Woche? Sackgasse Gymnasium. Okay. First Kids. Und jetzt. Geht's los. Martin, was war los bei Schwarz-Blau die Woche? Naja, ich weiß nicht, hast du von der Wirtschaftsministerin gelesen in der Heute, Gymnasien produzieren am Markt vorbei? Was heißt das? Naja, das kennst du sicher, das Phänomen. Da gehen die Leute ins Gymnasium und für die Unternehmen sind die völlig unvermittelbar. Und die werden dann halt irgendwas wie Bundeskanzler. Ich sage ja wenigstens sind arbeitslos. Richtig. Was war nur aus der Woche? Die ÖVP hat ja nicht nur einen Regierungspartner, der so rassistische Tendenzen hat, sondern sie selbst kämpft ja auch gegen die Arme, anstatt gegen die Armut. Mhm. Und das kommt ja in der christlichen Soziallehre nicht so gut an. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber es gibt eine Gegentendenz. Okay. Die Elisabeth Köstinger. Die Mama? Richtig. Die war jetzt beim Papst. Und okay. Hat ihm Honig ums Maul geschmiert. Oh, wortwörtlich sogar, gell? Genau. Das bringt sicher. Volle Post. Was war noch los? Die Liste Pilz. Mhm. Ja. Hat sich umbenannt. Wie heißt die jetzt? Jetzt. Und die Woche, was hat uns der Trump heute mitgeteilt? Du, heute beim Trump waren vorwiegend seine Kids in den Schlagzeilen in der Heute. Und zwar allen voran die Ivanka. Die First Daughter. Genau die. Sie hat was gemacht, wofür andere Wahlen verlieren. Gekifft? Das ist zumindest nicht bekannt. Okay. Nein, sie hat was Schlimmeres gemacht. Was? Sie hat E-Mails von einem privaten E-Mail-Account geschrieben. Schockierend. Genau. Die Hillary wird es wissen. Aber sie ist die First Daughter, sie wäre vorständig. Ganz genau. Dann hat der Baron, sein jüngster Sohnemann, auch wieder mal in die Schlagzeilen geschafft. Okay. Den hat man jetzt schon länger nicht gesehen. Und das ist total ungewöhnlich bei einem 12-Jährigen. Lass mich mal raten. Was? Er ist gewachsen. Bingo! Phänomenale Schlagzeile. 12-Jähriger wächst innerhalb von mehreren Wochen. Obwohl, nicht jeder 12-Jährige ist gewachsen, oder Martin? Okay, du hast mich erwischt. Ist doch eine Schlagzeile. Gut, und sonst? Anyway, aber es gibt eine wirklich wichtige Trump-Schlagzeile. Ja. Er ist endlich da. Wer? Trumpy Bear. Okay. Nur echt, mit dieser Frisur. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und, was hast du gelernt die Woche? Du, wir wissen ja, dass Hunde Lebensretter sind, oder? Ja. Was ich jetzt gelernt habe, ist, dass scheinbar auch Papageien Lebensretter sein können, zumindest. Ach so? Mhm. In England hat ein Papagei den Alarm eines Feuermelders so präzise und so laut nachgemacht, dass Feuerwehr angerückt ist. Beeindruckend. Voll. Das heißt, der rettet Leben, aber uns gar nichts zum Retten gibt. Cool. Tja, und was hast du gelernt die Woche? Ich glaube, die Amerikaner sind entspannter als die Freiheitlichen. Ob das schon ein Maß der Dinge ist, ist okay, aber was genau meinst du damit? Naja, du weißt ja, die Freiheitlichen, die hyperventilieren, wenn irgendwer ein Kopftuch tragen würde im Kindergarten, in der Schule, auf der Straße oder so. Naja. Naja, im US-Senat ist jetzt der Abgeordnete mit Kopftuch. Wow. Und die haben sogar noch eine Bestimmung geändert, dass sie das auch tragen darf. Das ist, glaube ich, unmöglich in Österreich. Also mit die ist jetzt ja USA das gelobte Land? Das glaube ich wieder nicht. Okay, mit der Erkenntnis verabschieden wir uns, aber vorher wollen wir uns nur bei euch bedanken für die vielen Glückwünsche. Du meinst zur 50. Episode? Absolut. Es war ein Wahnsinn. Die Episode war cool. Eben. Also zumindest habt ihr das gesagt. Genau. Eigentlich stimmt ja. Also wir dürfen das nicht sagen. Ja, wir sagen Kult, aber das hat die Heute wieder gesagt. Stimmt. Die Heute hat Kult gesagt und ihr habt es echt brav kommentiert. Vielen, vielen Dank dafür.
Ihr lieben Zuschauer auf Okto, auch euch, bei euch bedanken wir uns. Wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder. 20 Uhr, wie immer. Montags. Genau. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, Baba. Ja, und ihr lieben Internetmenschen, lasst euch jetzt vom Weihnachtsstress nicht runterkriegen. Black Friday und Co. Genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst uns einen Kommentar da, teilt unsere Sendung und danke fürs Reinschauen. Ciao. Ciao.